Bis zum Finale der oberösterreichischen Nachwuchsliga hat sich das Farmteam, die Nachwuchsmannschaft der EC Urmstetten Wölfe, erfolgreich durchgerungen. Sie stehen im ersten von drei Duellen den Puckjägern aus Traun gegenüber. Wutzel, Langeder und Valguni fehlten berufsbedingt. Im ersten Drittel zeigen beide Teams, dass sie ein hohes Tempo spielen können. Gleichzeitig liefern sie rassige, aber auch faire Zweikämpfe. Amstetten geht auf Angriff, aber Goalie Gerald Prohaska kann den Puck noch sicher abwehren. Das ist auch der einzig ernstzunehmende Zug aufs Tor, da die Trauner zu clever dagegenhalten. So geht es mit einem 0:0 Zwischenstand in die Kabine. Die Energie der Mannschaft wird auch im Mitteldrittel nicht gebremst. Beide Mannschaften haben Chancen auf Tore. Falls der Puck nicht von einem Spieler geblockt wird, war Endstation beim Goalie. In Minute 14 dann ein Angriff der Amstettner von rechts. Miki Savolainen passt zu Haslinger, der dem Trauner Tormann keine Chance lässt. Und dann endlich das 1:0 serviert. Im Schlussdrittel versucht Traun auszugleichen und Amstetten den Stand zu halten. Das Tempo lässt etwas nach. Nach 3 Minuten Spielzeit dann die verhängnisvolle Situation für das Farmteam. Pointner muss auf die Strafbank. Das nutzen die Gäste aus und Fischer netzt zum 1:1 Ausgleich ein. Sich noch ein Tor zu holen wird für die Amstettner schwierig. Das Problem heißt Prohaska, der erfolgreich dagegen hält. Die Nerven liegen also blank. Da kein Tor mehr fällt, geht es in die Overtime. Mit jeweils 4 Feldspielern starten beide Teams in die Overtime und wieder stürmen beide Mannschaften nach vorne. Nach 2 Minuten ein unnötiges Foul an einem Trauner. Beim anschließenden Powerplay 4:3 haben die Amstettner viel Platz und liefern 20 Sekunden später nach einem Pass von Erhard zu Miki Savolainen das 2:1 und damit den Sieg im Best-of-3-Finale. Ja, wir haben jetzt gegen Traun 4-mal gespielt und 2-mal daheim haben wir gewonnen, 2-mal auswärts haben wir verloren, 1-mal ganz knapp. Also wir haben gewusst, die sind stark auf einer Augenhöhe mit uns, aber wir haben es, glaube ich, relativ gut einschätzen können, haben das Spiel, glaube ich, tadellos gespielt. Haben zwar noch unsere Schwächen, die wir bis nächste Woche versuchen müssen zum beseitigen und dann wird es schon besser ausschauen. Wir haben bis zum Schluss gekämpft. Wir haben dann halt doch meiner Meinung nach verdient mit 2:1 in der Overtime gewonnen. Und ja, ich bin froh, dass wir das erste Spiel hinter uns haben. Nun geht es in die zweite Finalrunde. Unser Ziel ist einmal, dass wir natürlich gewinnen. Wenn wir das gleich in Traun erledigen, war das natürlich super. Dann brauchen wir das dritte Spiel nicht mehr. Die Saison dauert jetzt eh schon lang genug. Ich denke mal, dass wir das nächste Spiel also mental gleich angesollten wie das. Und nicht zu überhoben jetzt in das nächste Spiel einigen sollten. Ja, schauen, was passiert. Ja, auf jeden Fall muss man, wenn man eins in die Führung geht, darf man nicht aufhören zum Spielen, so wie wir heute gemacht haben. So, und vorige Woche haben wir es auch genauso gemacht. Wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir da weiter drucken, nicht aufhören zum Spielen, immer weiter Gas geben. Und es waren nicht schwere Fehler, aber es waren nicht lauter kleine Fehler in der Verteidigung und auch im Sturm genauso, von den Wegen her. Das gehört halt bis nächste Woche alles ausbessert. Ob wir es schaffen, ist eine andere Frage, aber wir sind guter Dinge, dass wir es schaffen werden.